Das hättest du auch gemacht, Matthias, oder? So schön so im Selbstverständlich. Kindergarten. Also Leute, hier ist die Roadmap. Wir sind jetzt agil. Du bist Project Owner, du bist der Zeitnehmer, ich bin der Scrum Master. 2 Wochen, go. Und alle so, was? Mein Workflow sieht da tatsächlich so aus, dass ich halt die ganzen LaTeX-Quelltexte tatsächlich eigentlich lokal bearbeite und eigentlich Aha. das Overleaf mit einer lokalen LaTeX-Installation, mit einem Subversion-System im Hintergrund, was ich schon sehr lange pflege, was halt einfach irgendwie 12 Jahre alt ist. Wenn ich das nochmal neu aufsetzen würde, würde ich natürlich auch irgendwie Git nehmen. Und im Prinzip erst, wenn ich die Sachen teile oder wenn sie fertig sind, dann lade ich sie bei Overleaf hoch und mache da vielleicht nochmal eventuell kleine Änderungen und Anpassungen. Später, aber eigentlich erstellen tue ich das Ganze lokal auf einem Rechner. Eben genau wie du sagst, aus dem Grund, man fuhr ja früher auch ganz gerne mal mit dem Zug durch die Gegend und spätestens Als da war es Moment, Zug? Du meinst, war das Internet. dieses EasyJet-Sonderangebot Berlin-München? Meinst du das? Diese Diskussion, die da meinetwegen jetzt in NRW, ich glaube, es war NRW, geführt worden, brauchen wir, wenn wir OER irgendwie groß ausrollen an den Hochschulen, brauchen wir dann Repositorien, die eben auch eine Versionskontrolle ermöglichen? Oder ist das eher wieder so eine Sache, was halt ja so nice to have ist, was aber Leute eher verwirrt? Ich meine, da sind wir halt, also zumindest bei uns, würde ich sagen, auf der Fläche meilenweit davon entfernt von der Diskussion. Also wär mal schön, wenn bei uns alle wüssten, was die Abkürzung OER heißt und einigermaßen so die Creative Commons Lizenzen irgendwie wissen würden und Aber jetzt mal Hand aufs Herz, glaubst du wirklich, dass OER, also ich finde die Idee spannend, aber ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass ich OER breitflächig, weiß sie, Anja Lorenz tötet mich wahrscheinlich gerade innerlich, weil es gibt auch genug Initiativen, aber ich selbst als Erklärvideoersteller, Videoproduzent, wie auch immer, für Hochschul, ich sehe gerade dieses Remixen nicht. Und ich versuche oft genug an Sachen zu kommen. Denke mir, nach 20 Minuten Recherche, ich hätte es in der Zeit einfach selber erstellt und dann wüsste ich, woran ich bin. Ja, also ich sehe das Remix, ich sehe das Remix auf jeden Fall schon, aber halt bei so Sachen wie eben, ich nehme ein Bild von Pixabay, ne, für meinen Insta-Quiz brauche ich halt ganz viele Fotos, die irgendwie zu dem Content passen, dann ist halt Pixabay eine super Ressource, hat halt irgendwie eine gute Schlagwortsuche, findest du halt super schnell Fotos oder Wikimedia Commons oder sowas, ja, Ja, so. Und okay. dann weiß ich halt so, dann für so LaTeX-Geschichten, ja, findest du halt bei Stack Exchange Sachen oder gibt es so eine Tix-Gallery, Tix-Examples, wo man halt auch sowas wie mein Diagramm hier findet. Also kann man halt gucken, geht das schon mal in die richtige Richtung, kopiert sich das, passt das ein bisschen an, passt irgendwie, ne? So, und da, dann ist, das ist ja auch das, was jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch bei den ganzen Sachen diskutiert wird, dann wollen sich die Leute aber eben auch nicht noch nebenbei, wenn sie schon jetzt sich irgendwie mit der Suche beschäftigen müssen also, was jetzt zum Beispiel auch in NRW diskutiert wurde, warum OER vielleicht nicht funktionieren, weil es eben keine Suche gibt, die irgendwie alles abdeckt. Ja, also du musst halt wissen, wenn ich Fotos suche, gehe ich zu Pixabay. Wenn ich Videos suche, gehe ich zu YouTube. Wenn ich irgendwie dieses und jenes suche, gehe ich zu dieser und jener Plattform. Und die Leute müssen immer aus ihrem Lernmanagementsystem raus. Du musst auch mal aus dem Moodle raus und dann sagen, hier irgendwie externe Suchmaschine, ich suche den und den Content, den irgendwo abspeichern, wieder ins Moodle rein. So, und die Idee von den Leuten jetzt in, wie gesagt, korrigiert mich, schreibt irgendwas in den Chat, wenn ich das falsche Bundesland immer feature. Ich glaube, die Idee von den Leuten in NRW ist zu sagen, wir brauchen eine OER-Meta. Aber das wurde doch alles schon gemacht. Wie viele Projekte gab es, die Suchmaschinen der Suche? Also, das ist das Ja, und Einzige, wo ich also. sagen würde, das gibt es doch viel zu Ja, oft und der schon. Punkt ist, ich muss leise sprechen, ich bräuchte es halt auch nicht, ja. Also ich meine, wenn ich in meinen Moodle-Kurs reingehe und da irgendwie Material brauche, ich meine, dann, ich will Ja. mir doch, dann nehme ich doch keinen fertigen Foliensatz von irgendwem anders, der dann eh nicht zu meiner Notation und ich muss das doch eh irgendwie anpassen und da Sachen rausschneiden oder nochmal ändern. Und dann, also was für mich eine Riesensache ist, ist halt,
Fotos suchen bei Pixabay zum Beispiel, irgendwelche anderen Diagramme dort, dann bastle ich mir da Folien raus zusammen oder ein Quiz, ja, und lade es halt wieder bei Instagram hoch. So, und dann brauche ich aber auch einfache Lizenzen, ja, also Pixabay super, weil praktisch CC Zero gemeinfrei und halt Wikimedia Commons, weiß ich, ist meistens irgendwie CC by SA und dann macht man einen kleinen Lizenzhinweis an das Bild dran, fertig ist die Laube. So, und das ist das, was irgendwie praktikabel ist und gut funktioniert. Erzähl mal du kurz weiter, ich trinke mal noch einen Schluck. Ja, ganz, also ganz kurzer Shoutout einfach, weil es gibt ein paar Leute, die verbindet man einfach mit Experten oder mit gewissen Domänen. Matthias Andrasch ist extrem krass in solchen Sachen. Also diverse Links habe ich schon von ihm. Ich glaube, eines davon ist auch das OER-Hörnchen. Ich bin mir nicht so, bin mir nicht genau sicher, aber auf jeden Fall kommt mir der Name sofort und dann, ne, Cite Your Sources und so. Hier OER zuversichtlich, natürlich Google-Suche, das ist natürlich Quatsch, weil du kannst das, was du da findest, das willst du halt auch einfach nicht benutzen. Da sind mal ein paar Perlen dabei, aber über die stolperst du, dann sortierst du die wohin, wenn du sie mal brauchst und sagst, ah, ja, ja, für eine Open Graduation Ceremony, wo ein Flugzeug im Nebel vorbeifliegt, da habe ich ein Bild. Ja, viel Glück, das mal irgendwann zu benutzen. YouTube, ehrlicherweise, ich bin relativ viel auf YouTube unterwegs, OER hat da leider nicht so den besten Ruf, weil wenn ich jetzt ein Erklärvideo erstelle und mir den Text komplett selber ausdenke, vielleicht auch auf Wikipedia und mir alles zusammensuche und dann eine coole Folie von den Nürnberger Kollegen finde, dann kann ich ihn natürlich fragen, ob ich seine Folie aus dem Sommersemester 2015 benutzen kann. Die Chancen, dass er mir darauf antwortet, sind mäßig. Und es dauert halt auch einfach 3 Wochen. Oder ich sage, ey, ich baue halt die Pyramide, die er da hatte, nach. Die sieht vielleicht da nicht ganz so gut aus. Ich habe aber keinen juristischen Stress. Also, ja. Ja, aber ich meine, dein Problem wäre ja gelöst, wenn er halt irgendwie einfach CC by SA in seine Folien reinschreiben würde. Ne? Hier, Verzeichnis und Plattform, bildungsübergreifend. Ja, Leute, genau. Wir also, haben genug. Also, sorry. Ja, OpenROB, aber das Argument der Leute in NRW war, das muss alles aus Moodle raus funktionieren oder aus Ilias. Ja, wenn die Average Teacher at the University aus dem Moodle rausgehen muss in dieses Internet, dann ist sie verloren, weil rechts und links kommen dubiose Angebote, strömen auf sie ein und deswegen muss das alles schön nett kuratiert. Okay, pass auf, das funktioniert außerhalb von Moodle, wenn man hier einen Tab aufmacht und darin dann sucht. Boom, Moodle. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist, ich sag's jetzt, wie ich es denke, ich glaube, das ist ein Scheinargument, um einfach die nächste Hürde als, ja, aber solange das nicht so ist, können wir damit nichts anfangen. Wenn es denn da wäre, wäre die nächste Forderung zu sagen, es muss automatisch sich im Text aktualisieren. Keine Ahnung. Also da ist eine gewisse Hürde, wo ich einfach sage, nee, es gibt genug Quellen, meiner Meinung nach. Oder, also die Suchmaschinen, diese Metaebene gibt es genug. Wir bräuchten in meinen Augen viel mehr Produzenten, wie du sagst, die halt sagen, ey, was ich mache grundsätzlich ist CC. Und es ist natürlich auch dieses ganz berühmte Henne-Ei-Problem. Und selbst darüber haben schon ganze Konferenzen referenziert. Und ich meine, Leute sagen das ja auch manchmal, PowerPoint kann halt nicht die Grundlage von OER sein. Ich werde niemals gegen deine Brio verlieren, Matthias. Das ist jetzt die Streamcam. Oh Gott, die Streamcam, die ist noch schlimmer, Leute. Bitte. Wo soll ich anfangen? Das ist fast so schlimm wie 37. Pam. Ja. Also, Moodle und diese ganze, ich weiß nicht, also auf jeden Fall haben die Leute dann in diesem Workshop, ich konnte da auch nicht so richtig an mich halten, ich musste dann immer so ein bisschen anfangen, fast zu ranten und dann haben wir auch ja. Matthias, wenn alle Lehrenden so wären wie du, dann hätten wir dieses Problem gar nicht. Wir wären alle arbeitslos. Ja? Alle würden irgendwie ihre Sachen als OER ins Internet schicken, irgendwie Verschlagworten machen, würden da suchen, würden finden. Die wüssten auch, welche Plattform für was gut ist, was diese ganzen komischen Lizenzkürze zu bedeuten haben und was man da beachten muss. Wir wären alle komplett arbeitslos. Aber es ist nicht so, Matthias. Leider wissen das alle nicht. Die kennen Pixabay nicht, die kennen nicht das OER-Hörnchen, die kennen ihren Moodle-Kurs. Und in dem Moodle-Kurs haben wir ihnen jetzt 3 Jahre lang beigebracht, wie geht Aktivität hinzufügen, klicken. Dann gehen da so Kacheln auf und dann kannst du verschiedene Aktivitäten auswählen. Und dann gibt es jetzt ein neues Feld, OER-Suche. So, und ja, dann ja, genau, da pass auf. Das ist irgendwo hier, Creative Commons. Ja.
Ja, vor allem dann auch so 23-Minuten-Bretter. Versteh mich nicht falsch, der macht bestimmt coolen Unterricht. Man könnte sich das mal angucken, aber... Ich habe gestern auch ein 27-Minuten-Video hochgeladen. Ja, aber nein, Leute. Doch, Henrik, manchmal braucht man so lange, wenn man Sachen Stück für Stück im Detail erklärt. Guck mal, wir streamen jetzt auch. Ja, hold up, hold up. Das habe ich aber mal... Na, hold up. Entweder man macht 7 bis 8 Minuten ein Kerngedanke oder man streamt für 2 Stunden plus. Ja, dann hätte ich die Aufgabe, die ich gestern erklärt habe, hätte ich in A, B, C, D, E, F, G unterteilen müssen, dann hätte ich jeweils nur 2-3 Minuten gehabt. Aber das liegt auch nicht daran, dass wir irgendwie dumm sind von Studierenden oder dass wir weniger, dass wir uns nicht konzentrieren können, dass die Aufmerksamkeit, das ist meiner Augen nach BS. Das liegt daran, dass es relativ viel Konzentration braucht, also quasi als, ja, als Hürde, um auf diesen Bildschirm zu starren und gleichzeitig meine Sachen, weil ich gucke das Video nicht einfach nur, also der aktive Lerner zumindest oder Lernende zumindest nicht. Ich versuche mir Notizen zu machen und dein 8-Minuten-Video halte ich bestimmt 40 Mal an und dann werden da automatisch 27 Minuten raus. Weißt du, was passiert, wenn ich dein 27-Minuten-Video versuche durchzuarbeiten? Ich sterbe an fehlender Wasseraufnahme, weil ich einfach vom Stuhl falle. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber get the idea. Also, ja, Prost, weil, also es ist tatsächlich so. Ich hatte sehr coole Vorlesungen, die auch ja, low-key auf und low-tech aufgenommen worden sind. Das war auch schon okay, das war dieses erste Sommersemester, da hat man noch deutlich mehr verziehen. Wir sind nicht wirklich weiter, aber egal. Ich habe einen halben Tag, wirklich so 3 bis 4 Stunden für eine Einheit gebraucht, um das Video dann wirklich zu verstehen. Das machen auch irgendwie, es gibt hier diesen Gerald Oberschmidt, E. Waffenschmidt, ich weiß nicht, ob die verwandt sind. Nee, einmal DT, einmal DT, okay. Und es gibt wahrscheinlich dich. Ach, da, gucke da, da kommt ein Video von mir. Jetzt können wir mal gucken, ob ich jetzt, ist so ein ganz awkward Moment, ob ich, und das ist eine 4:3-Folie. Wohl 4:3, wieso 4:3-Folie? Das, ja, jetzt, du meinst das, von der Bildschirm. Och, ich musste mal diese ganzen Fenster da irgendwie hinkriegen. Wieso denn 4:3? Ja, du, dann guck dir das Video von gestern an. Das Video von gestern habe ich in 1280 mal 720 aufgenommen. 1998 hat angerufen, die wollen ihr Videoformat zurück. In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie ich die erste... Kurz? Hast du gerade kurz gesagt? Leute, das geht 26 Minuten, dieses naja, Video. Naja, das ist, da rechne ich die ganze Leistungskontrolle. Es wird direkt geliked. Optimiert ist es auch nicht. Wie, was heißt optimiert? Ja, wie, was heißt optimiert? Du meinst jetzt was, das Video ja, von... SEO-Score ist in Ordnung. Online-Leistungskontrolle. Ja, mach mal hier die Musik aus. Was ich noch zum Thema OER sagen, wir müssen jetzt noch kurz ein bisschen über das OER-Thema weiter diskutieren. Immer. Du meinst haten, ist okay. Was zum Thema OER auch noch eine Sache ist, eigentlich damit, dass ich dieses Video da jetzt erstellt und im Internet hochgeladen habe, stehe ich ehrlich gesagt mit einem Bein im Knast. Und mit auch. So, ist es dann schlau, dass wir es hier nochmal zeigen? Ja, klar. Und nee, weil natürlich sich an dieser Sache was ändern muss. Und auch, dass ich sozusagen mein Diagramm als LaTeX-Quelltext bei Overleaf hochgeladen und bei Twitter gepostet habe, mindestens genau das Gleiche. Ja, weil, warum denn? Ja, hat jemand weil, die Sinuskurve? Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich bin eine Lehrperson, ich bin ein Dozent, aber ich bin kein Professor. Ich habe keinen Lehrstuhl. Ich bin nicht habilitiert. Ich bin kein Professor. Frage der Zeit, oder? Sondern ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Oberingenieur oder call it whatever you want, aber ich bin kein Professor. Und damit gehören die von mir erstellten Lehrmaterialien nicht mir. Du darfst die Rechte, also du hast gar keine Hoheit, die Rechte abzutreten. Willst du mir das sagen? Es ist eine rechtliche Grauzone. Sagen wir mal so. Also wenn du Sachen als Professor erstellst, ist es glasklar. Du bist Professor, du hast irgendwie diese Folie erstellt und dieses Skript geschrieben und dieses Buch oder was auch immer. Es ist deins, du kannst damit machen, was du möchtest. Okay. Das Land hat dich zwar bezahlt, dass du Professor oder Professorin bist, ja, und du hast aber trotzdem die kompletten Rechte an dem, was du geschrieben hast und kannst auch die Rechte meinetwegen an einen Verlag verkaufen. Das Land oder die öffentliche Hand hat dich dafür bezahlt, diese Inhalte zu erstellen, aber du gibst die Rechte an einen Verlag und der Verlag verdient sich damit eine goldene Nase. Boah, jetzt. Leute, das macht halt echt keinen Spaß. Und plakativ vorbestellt. So, und als wissenschaftlicher Mitarbeiter
als Postdoc, als Dozent, als Lehrperson für besondere als Aufgaben. Als Publikationsmaschine, sag es ruhig, so, wie es ist. Kannst du gerne natürlich Inhalte erstellen, aber es ist nicht so, dass einfach, es sieht jetzt so fancy aus, weil ich so zweimal nebeneinander bin. Ich hätte heute fast noch das gleiche Poloshirt anziehen können. Focus. Und dann ist es aber, also dieses, der schöne Spruch da, Public Money, Public Code und so, der zählt halt nicht. Also, und das krass. Ist, und ich habe dann mal vor, schon bestimmt 3 Jahren mal bei der Rechtsabteilung nachgefragt, wie das denn so ist, und habe dann auch eine sehr schwammige Antwort im Sinne von, es kommt darauf an, zurückbekommen. Und, man hat es mir nicht direkt verboten, man hat es mir aber auch nicht direkt erlaubt. Und ich habe es dann halt einfach gemacht und habe mir gedacht, na gut, wenn es jetzt irgendwie darauf ankommt, irgendwer in der Hochschule wird vielleicht schon ein gutes Wort für mich einlegen oder auch nicht. Der komplette Bildschirm ist frei. Aber du hast wenigstens nicht gesagt, wir wollen mal kurz. Naja, ich brauche ja noch Platz, um da was daneben zu schreiben, ne? Also. Ja, und das ist wenigstens 16:9. Das sage ich ja, das ist das, was ich gestern extra in 1280x720, du kannst jetzt ja nochmal dir die Statistiken angucken, ich weiß nicht, ob das jetzt optimiert ist und so. Ja, das, ich sehe das ja vor allem auf Full HD, aber warum, okay, aber warum nicht Full HD direkt? Also, da fehlt was. Du weißt, Henrik, du kennst meine Monitore zu Hause. Oh Gott, ja, diese StarCraft World Championship 1973. Nicht ganz so schlimm, aber ja, okay. Fressen die nicht einfach 400 Watt die Stunde? Nee, die sind total sparsam. Warum sollen die so viel? Weil alte Bildschirme einfach extrem. Nee, ist ja kein Röhrenmonitor. Da hat sich schon was getan, Herr Ingenieur. Nee, die haben aber schon LED-Hintergrundbeleuchtung. Das sind jetzt keine mehr mit CFL-Lampen. Das lass ich mir jetzt hier nicht erzählen. Okay. Nee. Du willst mir erzählen, dass deine Bildschirme zu Hause kein Full HD können? Meine Bildschirme zu Hause können kein Full HD. Die haben eine, pass auf, soll ich dir mal was sagen? Was RIP. Die als native Auflösung haben? 4:3. Tja, so wie man 2005 World of Warcraft oder was man auch immer im. Das Ding ist, Matthias, ich hab auch so Bildschirme genutzt. Also ich habe ja irgendwie, ich glaube, meinen ersten Computer hatte ich mit 7 oder mit 8. Also das ist nicht das Problem. Ich kenne diese Fallout-Vorkriegstechnologie. Das Ding ist, irgendwann ersetzt man das. Ich habe auch so einen 4:3 Bildschirm zur Konfirmation bekommen. Ja, das habe ich jetzt hier im Büro gemacht, Henrik. Hier im Büro sitze ich vor zwei recht formidablen 23 Zoll 16:9 Full HD Auflösungs. Darf ich sie zeigen aus deiner Twitter-Timeline? Ja, kannst du ja natürlich machen, ja. Okay. Sieht gar nicht so schäbig aus. Ich möchte sie aber gerne, da sitze ich heute sozusagen und ich, ja. Aber ich habe sie jetzt also das mit dem Hochkant war irgendwie so eine fixe Idee. Ich weiß nicht, ob ich das bei dem Karl-Heinz Papo oder so gesehen hatte, mit Kamera dazwischen. Und dann ist es aber total seltsam, das halt so hochkant zu haben. Und dann habe ich sie jetzt erstmal, kannst du mal auf das zweite Bild klicken, halt nebeneinander gestellt. Warum und da kriege ich jetzt beides? Aber nicht mehr das Licht daneben. Ja, aber warum? Ich habe einen quer und einen hochkant. Das ist für Texte schreiben, für Tabellen. Peter England vorgeschlagen. Ja. Der Punkt ist aber, dass ich, das sieht man jetzt hier nicht so richtig, aber so wahnsinnig viel Platz ist da halt nicht und ich würde halt gern noch. Ja, aber was Peter sagt, fertig. Ja, was Peter sagt, ist prinzipiell eigentlich immer richtig. Ich möchte halt links und rechts noch jeweils diese Softbox daneben bekommen, weil ich bin jetzt heute wieder so total komisch angeleuchtet hier. Ich muss nachher mal vielleicht noch ein Foto machen. Ich habe hier wieder so einen Halogenstrahler hingestellt, um mich so interimsmäßig hier indirekt übers Fenster anzuleuchten. Ja, der jetzt hier, den ich hier, aber der ist so. Warum benutzt du nicht, und das ist ein Desktop-Rechner. Das ist ein Desktop-Rechner. Warum nutzt du nicht den? Ja, du, Henrik, habe ich Zeit, ja, jetzt auf du alle hast Daten hier rüber, alle meine Programme. Nein, pass auf, Idee, voll gute Idee. Du nimmst ein zweites Set an Peripherals, hier Eingabegeräte auf Deutsch, und routest die einfach um diese kleine Ecke darum und hast. Klar, und du meinst, ich könnte einfach per TeamViewer übers LAN auf meinem anderen Rechner arbeiten. Hä, das ist doch der gleiche Raum. Ja, klar. Ja, aber dann zweiter Bildschirm daran und dann. Und dann zweite Maus und vielleicht noch zweite Tastatur oder per Funk. Ja, aber guck mal, so, ich kann es jetzt nicht vorführen, aber ansonsten, ich rolle mit meinem Stuhl 1 Meter nach hinten und 1 Meter zur Seite und dann sitze ich an dem anderen Rechner.
So what? Ja, aber umso mehr, dass du den gleichen Rechner benutzen kannst. Ich glaube, wir reden hart aneinander vorbei. Ja, ich werde mir das alles überlegen, aber ich muss Der erst Rechner mal. Allein schon mit den ganzen Lizenzen, oder da hast du zweimal die ganze Update-Katastrophe und dann musst du, ja. OER, ja, schön. Also hier OER-Späti, das kommt bestimmt aus Berlin. OER-Späti, das ist auch irgendwie eine Wahrscheinlich, Kuchen. Pass auf, wenn wir ich mache jetzt mal die freche Ansage, dass die Hälfte dieser Projekte gar nicht mehr gepflegt wird, weil man schon so verdammt oft eine Suche oder eine Meta-Ebene erstellen wollte, um mal, es ist dieses Meme von diesem, wir brauchen unbedingt mal einen Kommunikationsstandard für ja, P2P. Ja, der XKCD mit dem so. Und one year later, yeah. Oh, now we have 15 competing standards. That's ridiculous, ja. Naja, ich kann mich erinnern, wir müssen, klar, also ich bin ja jetzt auch, ich würde mich nicht als alten Hasen in der OER-Welt bezeichnen. Ich meine, ich bin da so ein bisschen reingewachsen über die letzten Jahre, aber ich bin kein OER-Mensch der ersten Stunde. Einfach weil, also keine Ahnung, wo sich an anderen Hochschulen schon Leute mit OER beschäftigt haben, 2010 und früher. Die haben mehr vergessen, als manche so gelernt haben. Da habe ich halt zum Teil irgendwie noch studiert und da wusste ich nicht, wie man OER buchstabiert, so nach dem Motto. Und ich habe halt auch dann irgendwie, ich kann mich so erinnern, dass ich so 2017 so ein bisschen in diese OER-Welt reingerutscht bin und dann war ich irgendwie mal bei einer hier in Virtual Classroom-Konferenz in Marburg beim Jürgen Handke und da hat natürlich auch die großartige Anja Lorenz einen Workshop gehalten und da haben wir auch so ein bisschen drüber diskutiert und da habe ich zum Beispiel gesagt, ja, warum gibt es denn, also als so unbedarfter OER-Neuling, ja, so, warum gibt es denn nicht so eine OER-Suche oder so eine OER-Datenbank, wo halt dann alle Leute ihre Sachen da reinpacken und wo man dann halt suchen kann und wo man sich sozusagen sicher ist, dass man halt irgendwie nur OER findet. So, und was war also sinngemäß Anja Lorenz Aussage damals? Ja. Das als Quatsch, es gibt ja das Internet. Es gibt eine Google-Suche, fertig ist die Laube. Lad es halt irgendwo hoch und die Suchmaschinen finden es schon. Es muss halt vernünftig verschlagwortet sein, es muss vernünftige Metadaten geben und es muss irgendwie maschinenlesbar klar dran stehen, was hat das Ding für eine Lizenz und alles andere ist total Wumpe. So, ja, ich schon. Weil ich meine, wo suchen denn die Leute danach im Normalfall? Sie suchen halt bei Google oder sie suchen bei den großen Online-Suchmaschinen und da wollen sie Sachen finden und nicht irgendwie, also nichts gegen das OER-Hörnchen, ist eine tolle Suchmaschine, aber also wenn ich jetzt bei uns die nicht repräsentative Umfrage in der Uni machen würde, liebe Lehrenden an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, wer von euch hat denn im letzten halben Jahr mal das OER-Hörnchen besucht, benutzt, um da irgendwas zu suchen? Dann kommt die Antwort, wann läuft das? Ist das eine Sendung im Kika? Also wie gesagt, coole Webseite. Interessant finde ich auch, dass die ganzen Screenshots nicht unter freier Lizenz verfügbar sind. Was? Aber da wird kein Schuh draus. Und, und das ist halt so, und dann ist so die Sache, und wenn ich dann aber fragen würde, ja, wie viele Sachen habt ihr denn mal bei Google gesucht? Und dann, da würden definitiv mehr Hände hochgehen. Und dann ist aber natürlich die Sache, habt ihr euch denn bei eurer Google-Suche Gedanken darüber gemacht, unter welcher Lizenz die Sachen, die stehen dann, die ihr da findet? Und habt ihr irgendwie mal darüber nachgedacht, wie ihr den Urheber und die Lizenz und die ganzen Titel, Autor und so Sachen angebt in euren, wenn ihr da das Bild in eure Folien übernehmt? Nö, da hat dann wiederum auch eben keiner drüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist so, also es braucht so eine Awareness und es braucht irgendwie so eine Kultur und es braucht so ein diffuses Verständnis dafür, was da so passiert und dass das wichtig ist. Aber ich glaube, also wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass die, wie du sagst, die 15. OER-Suchmaschine mit Metadaten direkt in Moodle eingebunden und einem kompliziert zu benutzenden Versionskontrollsystem. Mir fällt halt auch nicht die Welt retten. Mir fällt halt auch oft auf, dass man sozusagen oft von dieser Nutzungsseite oder von diesem, wenn ich Sachen brauche, aber wie gesagt, mal so ganz plakativ aus der Creator oder Ersteller, und ich meine, letztlich sind Lehrende auch, ob man jetzt als Content Creator bezeichnen will, aber wenn du halt dir eine Folie überlegst und da ein Gesamtkonzept draufpackst, ob du jetzt am Ende ein Video machst oder eine Zoom-Session und die Zoom-Session dann aufnimmst, das ist für mich so grob das gleiche Konzept, weil man könnte genauso über eine Storyline und irgendwie, was kommt da am Ende raus und warum macht man das? Warum gucke ich ein YouTube-Video und warum lerne ich? Das ist jetzt, oder warum gucke ich ein Video, bei dem ich etwas lerne? Das sind jetzt nicht so unterschiedliche Welten. Und wenn man das mal aus dieser Erstellerperspektive sieht, dann, ich habe jetzt einfach mal Business Lecture eingegeben. Wir hätten da jetzt auch irgendwie Supply and Demand oder was eingeben können, plus eben den CC-Filter. CC bei YouTube ist wohl meines
dünnen Kenntnisstandes auch nicht dieser 4.0-Gold-Standard. Also ich glaube, es ist irgendwie so 3B++, so nach dem Motto. Naja, es gibt halt nur eine CC-Lizenz bei YouTube und das ist ohne entweder CC BY oder CC BY SA. Ja, ich glaube, es ist CC BY SA. Es gibt, also du kannst halt bei YouTube, entweder du nimmst die Standard-YouTube-Lizenz oder du nimmst halt Creative Commons und dann ist es halt genau die. Und du kannst halt nicht irgendwie noch sagen, CC BY ND, CC BY NC und was auch immer. Also ich glaube, das ist aber auch jetzt so eine Aussage, die sich in der OER-Community herausgeschält hat und die ich auch durchaus unterstützen würde, dass man bei den Creative Commons-Lizenzen mit diesen ganzen Modulen, die es gibt, die irgendwie auch aufeinander aufbauen und so, ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen ist. Also man hat sich halt mal überlegt, ja, es gibt so diesen Use Case und diesen Use Case und so, aber am Ende für so die unbedarften Nutzer, das verwirrt die. Also eigentlich ist, glaube ich, alles, worauf es jetzt hinausläuft, ist, du brauchst CC0 und sagen wir mal CC BY. Und alles andere ist einfach Entweder du machst es open oder du machst es nicht open. Das ist, genau, alles andere ist so ein bisschen Schrödingers OER, ja. Business Lecture, ich gucke mir doch keine 43 Minuten PowerPoint-Podcast-Videobook an. Ich gucke mir auch keine 43 Minuten den Rücken von dem Dude an. Sorry. Das ist vielleicht interessant, bis ich rausgefunden habe, was ich da machen will. Ich sehe die. Oh, da könnte ich echt vielleicht ausrasten. Also, ich sehe doch nicht mal was Interessantes. Gut, jetzt wechseln sie endlich mal die Perspektive. Ja, irgendwas in River. Nee, nein. Da habe ich. Ich liebe Videos und Erklärvideos. Ich finde es geil, die zu drehen, zu machen und zu schneiden. Aber wenn ich dann, sorry für den Mini-Rant, jetzt hier sowas Liebloses sehe und er ist bestimmt ein guter Redner, da passiert bei mir gar nichts. Außer, dass ich sage, oh, das ist ein guter Nacken. Den gucke ich jetzt nicht mehr an. Das schneide ich doch nicht. Das ist schön und super, dass sie da irgendwelche CC-Sachen hochgeladen haben. Das ist mal ein 5-Minuten-Video. Da könnte ich mal gucken, okay, der hat auch mehr Module. Da sieht man wieder keine Person. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und da, ja, das ist mal ein 3-Minuten-Video mit Greenscreen. Und es tut mir jetzt auch leid, Matt B., aber warum das nur 2 Aufrufe hat, ist, weil es ein 2-Stunden-22-Video ist, wo ich in der Vorschau deine Word-Ansicht sehe. Da ist nicht OER das Problem. Me ran over. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel heute Morgen meine Übung aufgenommen hätte, ja, so wie du postuliert hast, mit irgendwie zweitem Audio in OBS und man hört nur meine Stimme und ich wiederhole die Frage und irgendwie so, dann wäre doch am Ende irgendwie auch ein 90-Minuten-Video rausgekommen, weil Übung geht 90 Minuten. So, was hätte ich denn damit gemacht? Nein. Ach, super. Hast du eigentlich noch so viel Zeit? Weil sonst machst du gerade ein extrem großes Fass auf. Pass auf, ich habe morgen um 7.30 Uhr die nächste Lehrveranstaltung. Oh Gott, okay. Also dein letzter Gedanke dazu. Du machst natürlich dann einzelne Snippets daraus und jede Frage wird ein Video. Ja. So wie Eddie Wood es macht. Mathelehrer aus Australien. Der hat auch eine 90-Minuten-Lecture natürlich als Oberstufenlehrer. Und der macht das aber, dass er die dann schneidet. Und dann sagt. Dann ist mein Workflow ist dann eher. Mal, also zum Beispiel Videos. Das Video, was ich halt gestern Abend gemacht habe. Die Studentin hatte mir eine Frage geschickt per E-Mail. Hier können Sie mal irgendwie dazu was sagen. Und ich meine, ich hätte ja auch irgendwie wahrscheinlich das Endergebnis der Aufgabe per E-Mail schicken können. Vielleicht hätte sie das auch interessiert. Was ich dann vermutet hätte, ist, dass sie halt sagt, ja, interessant, jetzt habe ich das Ergebnis, jetzt brauche ich halt die Aufgabe nicht mehr lösen. Aber es geht ja darum, eben nicht um das Ergebnis, sondern es geht um den Weg. Wie kommt man halt zu dem Ergebnis? Der berühmte Weg. Und naja, und ich meine, ich habe jetzt halt alle, die Aufgabe bestand eben aus, wie ich sage, A, B, C, D, E, F, G Teilaufgaben. Ich hätte natürlich mich auch hinsetzen können und irgendwie für jede Aufgabe ein einzelnes Video machen können, weil aber die A, B, C, D, E, F, G Teile auch irgendwie aufeinander aufbauen, habe ich halt gesagt, na gut, mache ich halt ein längeres Video draus. Aber ich habe halt immer nicht gesagt, ha, jetzt mache ich noch mal was, jetzt zeige ich noch gleich in dem gleichen Video, wie man das halt in MATLAB macht und in MATLAB auf Variante A und auf Variante B. Also da mache ich jetzt dann noch mal ein zweites Video zu. Ja, ich meine, als ein Mann Magdeburger Taschenmesser ist es natürlich auch schwierig. Deswegen sage ich ja immer, in deinem nächsten Antrag, den du schreibst oder schreiben musst, da muss jemand rein, der Hardware und Zeit für so Faxen bekommt, nämlich eine wissenschaftliche Hilfskraft oder ein Hiwi. Ich glaube, dann wird da eine Synergie draus.
Aber ich sehe natürlich den Punkt, klar, also Zeit ist eine Ressource und dann kann man sagen, mache ich jetzt entweder einmal die Vorlesung richtig oder nehme ich sie dann eh nochmal auf und habe das die doppelte oder die dreifache Arbeit, ja, fair point. Also ich meine, ich sehe den Punkt mit den kurzen Videos, aber also wenn man jetzt eben so sagt, ich habe als Student, als Studentin präzise zu dieser Aufgabe eine Frage. Ich meine, du hast ja jetzt so ganz allgemein irgendwie Business Lecture gesucht, ne? Ja. Wenn ich jetzt aber sage, mich interessiert jetzt, wie kann ich periodische Zeitfunktionen mit Rechteck und Dreieck beschreiben. Tipp mal, mach mal noch Rechteck und Dreieck, ob du dann meins findest von. Na, siehst du, guck mal, und da kommt schon Berechnung des Mittelwerts von periodischen Zeitfunktionen. Guck mal, das sind 7 Minuten 35. Guck mal, und darunter kommt halt das von gestern. Ja, mit aber. Mit den 27. So, aber du siehst. Ja, ja, aber ich meine, guck mal, das eine ist vor 23 Stunden hochgeladen, das andere von vor 2 Jahren. Ja, aber es scheint doch auch in 3 Minuten zu gehen. Ja, aber hier sind, guck mal, hier ist nur A und B und in dem anderen Video ist A, B, C, D, E, F, G. Ja, aber dann könnten das 7 Videos sein. Weil es kann doch sein, dass jemand sich überhaupt nicht für A und B interessiert und sofort zu C will. Das Zauberwort wäre, glaube ich, Kapitelmarken gehabt. Ja, hast du Kapitelmarken? Ich nehme deinen dezenten Hinweis zur Kenntnis und ich werde nächstens aus. Ich habe so ein, ne, also hier müsste es jetzt, ich stimme dir da voll zu. Ich weiß nicht, kann man auch bestimmt nachträglich in YouTube machen. Pass auf, oder, du machst jetzt, warte mal, 0-0. Aufgaben A. Wann kommt B? Das machen wir jetzt live. Ja, das kriegen wir jetzt nicht sekundengenau hin. Da muss ich nochmal irgendwie durchgehen. Ich weiß, was du meinst. Doch, klar, kriegen wir das sekundengenau hin. Das, irgendwann wechselst du doch. Stimmt sogar in dem 12, Beschreibungstext 5. des Videos halt anpassen, ne? Jetzt macht Hendrik meine Hausaufgaben. Ja, weil zum Beispiel da würde ich auch sagen, es hat sich auf YouTube etabliert, dass ein großer Account die Untertitel crowdsourced, weil er einfach nicht alle Sprachen spricht. Das ist ja auch nur ein sehr extremes Beispiel von, ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit, Japanisch und Russisch auch noch zu lernen und meine eigene Sprache zu übersetzen. Da arbeitet man auch mit Arbeitsteilung. Also wer auf YouTube unterwegs ist, auch im Lehrformat, Arbeits- und Rollenteilung, habe ich mal ein richtig schönes Video dazu gemacht. So, das ist B. So, da ist schon D. Guck mal, du kannst, das ist die ABC. Ja, doch, C kommt auch noch dazwischen. Ja, klar. Aber du verbringst so wenig Zeit mit C. Ja, weil B und C fast das Gleiche sind. Das ist ja das, wenn ich jetzt irgendwie B und C einzeln gemacht hätte, als Einzelvideos. Also, weißt du, dann hätte ich wieder so darüber nachdenken müssen, A musst du einzeln machen, B und C kannst du zusammen in ein Video packen, dann... Ja, aber wenigstens Kapitelmarken. Dein Kamerabild ist wieder aus. Hast du schon mal in die Investition... Hast du das gerade gesagt? Nein. So, wann kommt jetzt D? Da kommt D. So. Da kommt D. So. Guck mal, es sind immer 2 Minuten. Es sind immer 2 Minuten. Ja, und dann kann man natürlich auch mit 2-Minuten-Videos draus machen. Klar, ich bin da voll bei dir. Das sind fast TikTok-Videos, Matthias. Wenn wir dich noch so ein bisschen optimieren. So, wann? Und dann geht es vor allem um D und E. Ja, oh, irgendwann kommt eine da. Das ist ganz ehrlich, du hast so, das ist so ein Fibonacci-Style. So, wann geht es hier genau um E? Und ich meine, mit rumdödeln hat das jetzt irgendwie 1 Minute gedauert. Ja, du Henrik, ich habe es wieder gestern Abend hastig zwischen Tür und Angel. Guck mal hier, D, D, E. C, D. Und der Rest ist irgendwie Outro oder was? Nein, da kommt noch F irgendwann. Guck mal, F ist dann wieder einfach. E ist wirklich fies, guck doch mal diese Formel an. Dann habe ich noch eine Probe gemacht, verstehst du? Das, was immer sonst keiner macht. Mal nochmal kurz drüber nachdenken, kann das denn stimmen, was man denn geschrieben hat? Da kommt F. Boah, das wird gleich eine richtig schöne Visualisierung. Wenn das Kommentar kein Herzchen bekommt, Matthias. Jetzt von meinen Studierenden, von unseren Studierenden. Dir. Von mir, naja, von mir natürlich auch. Aber das. So, G hatten wir jetzt schon, genau. Und dann? So, und wie kriege ich denn jetzt in dieser Scrollleiste von YouTube, wie kriege ich denn da diese Punkte hin?
Was heißt Punkte? Die kommen gleich bei. Naja, du kopierst dann das hier unten. Ah, ich kopiere Weil das. Weil der Trick ist, du musst bei 0-0 anfangen, damit der einfach weiß, okay, da geht's los. Es müssen mindestens 4 Sekunden sein, weil sonst kann man es halt nicht klicken. Ja. Und ich glaube, du brauchst auch mindestens 4. Das sind so die groben Regeln. Ah, okay. Und das kommt, und das kann jeder kommentieren und dann kommt das auf einmal schon? Nee, das musst du machen. Das muss ich dann machen und muss weil das. Wenn, was das Einzige, weil so war es am Anfang, wenn ich jetzt sage, okay, aber ich will nur Teil F, dann springt er halt auch zu Teil F. Jetzt will ich ja, nur ja, Teil C. Ja, ich meine, genau, das mit den Kommentaren und den Zeitstempeln, das kann ich schon irgendwie. Jetzt kannst du das Gleiche machen und das einfach nur kopieren. Und es muss halt vor allem Zeitstempel und Ja, und wo wenn ich das kopiert habe, wo füge ich es dann ein? Oben in der Beschreibung. In die Beschreibung, ja, okay. Also, ich kann das einfach mal anhand von Ja, nee, das kann ich mir vorstellen, weil ich meine, die Beschreibung, in der Beschreibung zum Beispiel, geh mal zurück auf die Beschreibung. In der Beschreibung ist zum Beispiel ein Overleaf-Link zu den Aufgaben. Ja, ist doch gut. Ja, ist super. Jetzt müssen halt deine Studierenden nur noch was mit Overleaf anfangen. Jetzt siehst du das gleiche Diagramm, was wir vorhin in den Aufgaben auch irgendwie schon mal in den Übungsfolien gesehen haben, weil natürlich da unten diese letzten beiden Funktionen, die kommen da auch wieder drin vor. Und über die Thumbnails müssen wir auch mal reden. Über die was? Über die Erstansicht, die man. Weil deine Videos sind extrem gut, noch ein bisschen zu lang, aber. Warum, also dieses Bild mit einem Text da oben rein. Also anstatt dieses Weiß. Ja, genau. Da so halt. Ja, ich weiß, dann wird man auch in der YouTube-Suche wird man auch gefeatured, wenn man halt ich weiß nicht, ich habe so easy peasy auf den Lehrreich-Inhalten auftauchen, das wäre lächerlich, das wäre lächerlich gut. Ist auch der Grund, warum das eher 3000 Klicks hat und das andere 10. Ich weiß, uns sind Klicks ja egal, aber es ist halt die Währung. Weil das Problem ist, wenn man auf eine Plattform kommt, dann kann man, ich habe das auch am Anfang so gedacht, so ja, ich benutze einfach nur den Videoservice von denen. Das Problem ist, dass man halt in diesem YouTube-Video-Zoo mitmischt und dann gelten halt Plattformregeln. Da ist man so ein bisschen vorgefeilt als Lehrender, aber halt auch so ein bisschen nicht, weil irgendwie will man ja schon, dass die Sachen dann auch. So, ich habe erstmal deinem Kommentar ein Herzen gegeben. Das ist die richtige Einstellung. So, und jetzt warten wir noch darauf, dass du das live auch anpasst. Ach so, dass ich das live auch anpasse, ja. Das ist doch jetzt nur Copy-Paste. Das ist nur Copy-Paste. Das ist eine Studenteneinstellung hier. Es ist ja sowas von einer agile Work-in-Progress-Atmosphäre. Es ist ja der Wahnsinn. Natürlich, weil es auch einfach nicht so kompliziert ist. So, das ist jetzt die Frage, füge ich das aber unter den Aufgaben. Ja, mach du mal. Ich guck mal, was Mulder noch geschrieben hat. Spannend. Ach. Ich will Tinkercad Erklärvideos machen, da kann ich das gut nutzen. Ja, gern geschehen. Also ich bin auch noch nicht so gut in Thumbnails, aber es ist einfach. Ich habe 2 Regeln über Thumbnails gelernt, Mulder. Eines ist, dass Menschen wohl eine höhere Klickrate haben, wenn man das möchte. Komisch, Menschen haben einen Bezug zu Menschen. Wer hätte das gedacht? Und ich glaube, irgendwie so 1 oder 2 Aspekte im Kern. Und halt so, pass auf, ich nehme jetzt mal ein Thumbnail. YouTube hat mir halt ja irgendwie eins hingeschmiert. Guck mal, hast du schon drin? Großartig. So, warte, und jetzt nehme ich mal noch ein anderes Thumbnail. Ich weiß nicht, wie schnell das natürlich in der Google, in der YouTube-Suche angepasst wird, aber wo die. Super weiß. Tata, siehst du? Ja, es ist tatsächlich schon, und da, wo jetzt noch weiß ist, da, wo dann. Ja, ich weiß, er bietet einem halt immer nur 3 an, und das Problem ist aber. Ja, Moment. Du machst natürlich ein eigenes. Ja, ich weiß, Henrik, aber jetzt ist wieder der Punkt. Habe ich Zeit dafür? Nein, habe ich nicht. So, und also was mir jetzt aufgefallen ist, pass auf jetzt, das ist YouTube interner. Man lädt ein Video hoch, ja, und dann wählt YouTube irgendwie automatisch schon mit einem relativ guten, schlauen Algorithmus, würde ich sagen, 3 relativ gute, aussagekräftige Bilder aus, wo man irgendwie so in die Kamera guckt, wo ein vernünftiges Gesicht zu sehen ist, wo nicht so viel weiß ist. Ja, ja, der weiß halt klar eher, dass das ganz gut ist, stimmt. So, und dann mache ich aber, jetzt hier, zack, mit Aufgaben. Am besten Aufgaben und Lösungen. Mit Aufgaben und Lösungen. Alle wollen Lösung. Keiner will Probleme. Aufgaben plus Lösung, ja. So. Und das noch in den weißen Bereich mit rein. So, jetzt müsste Bäm, meine Damen und Herren. YouTube-Optimierung.
So, und auf jeden Fall wählt dann YouTube irgendwie 3 von diesen Bildern aus. So, und dann, ich nehme ja im Stück auf, ja, so. Ja. Und ich habe am Anfang vielleicht so 2-3 Sekunden, wo ich die Aufnahme starte und am Ende 2-3 Sekunden, wo ich die Aufnahme beende. Und ich nehme unkomprimiert auf, dann komprimiere ich das irgendwie einmal in MP4, lade das hoch und dann schneide ich erst in dem YouTube-Editor, weil das da halt schnell geht und sozusagen komfortabel für mich ist, erst da schneide ich diesen Anfang und das Ende weg. So, und jetzt passiert aber irgendwie die YouTube-Magic, dann nimmt ihr halt die Bilder von sozusagen diesen 3 Sekunden weggeschnitten vorher oder nachher, verstehst du? Und dann hat man irgendwie so einen Moment drin, wo man halt nicht mehr in die Kamera guckt, sondern gerade irgendwie so zur Seite. So. Hast du gerade YouTube-Editor gesagt? Ey, dieser YouTube-Video-Editor zum vorne und hinten das Video zuschneiden, ist ja doch super. Nein. Nein, Matthias. Doch, für mich, für einen schnellen Workflow ist der 1A. Aber dann hast du ja gar keine Jump-Cuts und nix. Nö, warum? Ich brauche auch, ich zeichne in einem, wenn ich so ein Video mache, zeichne das in einem Stück auf, da wird doch nichts geschnitten. Oh Gott. Tatsächlich gibt es wohl eine relativ hohe Aversion gegenüber Jump-Cuts bei Lehrenden, um es mal so auszudrücken. Ja, weil es einfach unendlich viel Zeit kostet, das am Ende auch wieder zusammenzuschneiden. Ja, klar, wenn ich jemanden hätte, der das für mich macht. Angebot hier im Stream, jetzt live, einfach, wir kennen uns ja jetzt hier digital so ein bisschen. Gib mir mal bitte ein Video, so ein 26-Minuten-Monster. Ja, dann kannst du das nehmen. Schick mir das, oder also lade, also nicht im Sinne von, hier ist es nur ein YouTube, ne, sondern schick mir das und dann machen wir da mehrere Sachen draus und ich mache mal so ein bisschen DaVinci Resolve Magic. Genau. Und vorher, und was wir auch noch brauchen, ist quasi so eine Vollansage, also quasi, wenn ich dich jetzt hier quasi so groß machen würde, eine Vollansage, wie du einfach nur kurz erklärst, worum es in dem Video geht. Das erkläre ich ja meistens am Anfang von dem Video. Ja, aber es geht darum, dass man nicht so teeny tiny unten in dieser Box sitzt, sondern kurz wenigstens einmal richtig zu sehen ist. So, und dann haben wir hier easy Rezept und dann machen wir da 6 Videos raus und dann YouTube-Fame. Bam. Vergiss die Habilitation. Also könnte ich endlich YouTube-Star. Ja, aber dann könnte ich endlich legal OER produzieren, weißt du, das wäre auch eine Idee. Ja, aber das ist ja auch eine Lüge. Wenn ich in DaVinci Resolve ein Programm, das man kostenlos nutzen kann, ich habe mittlerweile die Studio-Version, wenn ich da was drüber rutschen lasse, dann hat keiner die Projektdateien, keiner hat die Ursprungsdateien, keiner hat die MKV-Dateien, also die Dateien, die wirklich roh sind. Wir alle reden immer über MP4. Also auch eine, ja, also SVG. Ja, SVG ist OER super kompatibel, weil das sind Datenpunkte. Wenn ich am Ende das Video render mit allen Effekten, du kriegst den Effekt da nie wieder raus. Also ich will damit sagen, dieses Open hat eine Grenze, was die Editierbarkeit betrifft. Und da wird ein Video niemals, zumindest nicht unter heutigen technischen Spezifikationen, zerlegbar sein. Das kommt bei mir aus dem Computer raus und dann ist das da. Ja. Ja, war spannend. Um jetzt mal noch mal kurz eine Lanze für mich zu brechen. Immer. Immer. Such mal nach meinem Namen und such mal nach Aufgabe 11. Nee, Aufgabe 111. Mal gucken, ob man das unter dem Titel findet. Ja, genau. So, guck mal, pass auf. Guck mal, da habe ich das nämlich so gemacht. Das ist eine Aufgabe, ja. Auch mit A, B, C, D, E, F, G, was auch immer, bis irgendwo hin. Und das habe ich halt genau in so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Schritt und das 7? Halt nice, das ist richtig gut. Wo sind meine Alerts heute? The good stuff kommt normalerweise. So, und machen wir mal Schritt 1. Guck mal, und da habe ich das nämlich genauso gemacht. Das ist eine Aufgabe, das bezieht sich irgendwie um alles aufeinander. Und, Dann machen wir hier die Musik aus und dann in diesem Video, beziehungsweise in aber da ist hört ihr das Rauschen? Das geil. Dieser Videoserie, denn anstatt von mir, weil das habe ich ja auch nicht eingebunden. Ja, das war 2020, da hat man sowas noch nicht gemacht. Nee, da war das total overkill-technisch. Langes Video aufzunehmen, ja, guck mal, aber da habe ich das genau gemacht. Mehrere kurze Teile aufteilen. Halt eine lange Aufgabe. Lösungen dieser Aufgabe gehen. Also, wir müssen ich kurz. Ich kann das schon. Wenn ich will und wenn ich Zeit dafür habe, aber manchmal macht man es halt auch einfach quick and dirty. Warte mal, jetzt fliegt hier mit Aufgaben rum. Ich kann nicht tatsächlich einfach hier reinsetzen und wir gucken uns das an. Wir haben hier eine Spannungsquelle, deine Lippen nicht bewegen. Unser Energieversorgungsnetz, da ist ein Widerstand angeschlossen und parallel dazu eine Kapazität, durch die jeweils ein Strom fließt. Und
aus denen sich dann ein Gesamtstrom ergibt. Und was in dieser Aufgabe hier gefragt ist, ist sozusagen verschiedene Art und Weisen, verschiedene Methoden, verschiedene Varianten, diese Ströme und diesen Gesamtstrom auszurechnen. Und die möchte ich alle diskutieren. Und bevor wir hier mit den Varianten... Wann fange ich da mal an zu rechnen? Ich erkläre 37 Minuten, 37 Sekunden Intro. Das Problem ist, das ist zu lang. Varianten aus der Aufgabe... Ich versuche das zu überspitzen, um einfach so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ich meine, viele vergessen, ich bin jetzt irgendwie auch kein Anfang 20-Jähriger mehr, aber es ist halt schon so eine auch neue Welt. Das ist immer so super cringy. Nein, verdammt, YouTube ist 15 Jahre alt und jetzt entdecken wir das. Wir semi-etabliert. Ich meine, du sagst ja auch, du machst super viel, aber so richtiger OER-Hase bist du irgendwie nicht. Was soll ich denn sagen? Jetzt mal noch mal kurz ein Experiment, bevor wir jetzt gleich Schluss machen, weil, wie gesagt, ich muss morgen um 7.30 Uhr wieder... Ja, morgen um 7.30 Uhr leg ich mich noch mal rum. Ja, Experiment? Geh mal zurück und such mal, ich überlege jetzt, was so eines vielleicht der ersten Videos ist. Such mal nach meinem Namen oben und mach mal Zeitbereich, Frequenzbereich. Ja, wir können auch einfach auf deine Videos gehen. Ja, du kannst auch auf meine Videos gehen, aber ich weiß nicht, ob man die irgendwie nach Jahren, dann geh mal auf die Playlist, die da oder sowas hinzugefügt. Was denn? Ja, das ist fantastisch. Du bist so schön. Genau, ich hätte jetzt gesagt, Zeitbereich und Frequenzbereich, das muss relativ alt sein. Mach mal das ist vielleicht okay. So. Und da, jetzt, das ist mal, ich höre mich ja jetzt nicht. Hast du gesehen, guck mal, da war noch kurz das Programm zu sehen. Da habe ich das nicht rausgeschnitten, das könnte ich mal noch machen. Guck mal, da ist, womit die Aufnahme. Die Hypercam? Ist das dein Ernst? Ja, das ist doch das ist so ein Klassiker. Oh mein Gott, und mit dem Toaster ist es auch aufgenommen. C-Users, großartig. Okay, let's roll. Ich möchte kurz erklären, was man. So, weißt du auch, was erklären. Das auch? Weißt du, auf was das aufgenommen ist? Auf einem Lenovo X60 Tablet. Das ist sehr schön erklärt, da. Ja. Das ist, oh mein Gott, das ist ja mehr Kommentar als Video. Ja, okay, warte mal, wenn wir beide leise sind, kann ich auch Ton machen. Und zwar nehmen wir eine Spannungsquelle und über einen Widerstand. Also deine Präsentation, deine Online-Videos sind deutlich ekstatischer geworden. Und das meine ich und sage ich im Guten. Spannungsquelle soll mal eine konstante. Ja, und das ist so, das ist das zweite Video, was ich aufgenommen habe. Schon, oh Gott, mein zweites, ich habe meine ersten Videos wieder privat gestellt, weil war das, also oh Gott, ja, nee, also Jugend. Educator, Videosünden sind erlaubt. Also, und guck mal, verschiedene Farben, die ich benutzt habe, der Knaller, war. Von den vielfältigen krass. Multimedialen Möglichkeiten habe ich Gebrauch gemacht. Ja. Und selbst da könntest du noch Kapitel einblenden. Was ja, natürlich keiner halt machen immer will. Noch machen, ja. Also die ist Frage auch, ist halt also auch, ist kein unerfolgreiches Video, ne? Ja, ich glaube, das ist aber halt so ein Video, das ist einfach halt 100 Jahre da. Und ich, also in Internetjahren, ja. Wenn man natürlich könnte man das halt machen, ja. Also, und ich meine, der Punkt so ein bisschen ist, und ich also da würde ich jetzt mal halt sagen, ja. Also, wir haben ja gerade gesehen, es ist kein Hit, es ist überhaupt kein Hit, aus studentischer Sicht Kapitelmarken zu erzeugen und als Kommentar darunter zu posten. Das stimmt. Warum macht es kein Student? Warum macht es keine Studentin? Extra also, Credits. Die Antwort ist, genau, also es gibt sozusagen mehrere Erklärungsversuche. Erklärungsversuch Nummer eins ist, es weiß keiner. Glaube ich nicht. Die Leute meines Erachtens kennen YouTube, kennen um die Möglichkeiten. So, man hat keine Lust dazu. Ja, kann ich irgendwie verstehen. Man macht es nicht, weil es keine Credits gibt. Ja. Punkt. Ja. Also, ja. Obwohl es sehr, sehr, sehr wertvoll wäre für andere Studis, die sich dieses Video anschauen. Es aber ist sogar Best Practice bei YouTube. Chapters Added oder nicht. Ja. Ach so, oh, was gibt's da noch alles? High Resolution Thumbnail, Infocards Edit, Endscreen Edit, Captions. Ja, also Infocards ist irgendwie Quatsch, außer du hast was gemacht, was dazu passt, okay. Ja, das ist halt so, ich glaube, bei dieser Aufgabe 111, was wir gerade hatten, da habe ich halt immer das vorherige und nachfolgende Video, das habe ich da als so Infocards drin. Ja, genau. Also vieles ist da irgendwie auch so Linked und Facebook. Oder linked oder liked. Was steht da? Liked. Aber shared on
Und Twitter kann man auch angucken. Es ist eine spannende Welt. Aber bei Twitter, siehst du, hat es keiner geliked. Also da ist. Ja, da waren alle damit beschäftigt, irgendwie das Sommersemester zu überleben. Also, ich glaube, dein YouTube-Game ist schon ziemlich stark, um da jetzt einfach mal was komplett nicht Ironisches zu sagen. Aber was man auch sieht, dass es Zeit braucht, um besser. Welche acht Volldödel liken das? Also, das ist halt so stumpf. Und dann begibt man sich halt echt auf eine Plattform, wo halt einfach irgendwie so ein wilder Westen teilweise herrscht. Und das hält natürlich auch Leute ab. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass zwischen dem und zwischen deinen neuesten Videos auch einfach absolute Lichtjahre, ist keine Zeit, sondern Entfernung, aber da liegen Welten dazwischen. Und auch zwischen dir, was ihr sonst noch so macht. Die Frage ist einfach, wir sind halt einfach extrem, hier mit der Zipfelmütze, wir sind einfach extrem verwöhnt, was Videocontent betrifft. Und du musst ja, es sind extrem hohe Maßstäbe, die da angepasst werden aus unserem Privatbereich. Und es braucht halt auch Zeit, um ein gewisses Niveau zu erreichen. Also Zeit, Geld und oder Personal. Am besten du hast alles drei. Und das sind halt leider genau die drei Schwachstellen, die Uni halt nicht besonders hat. Und wenn dann irgendwie nicht extrem viel Engagement und Bock oder einfach, ja, besteht. Und die Leute eben nicht mit Git und LaTeX und wie die alles vertraut sind, dann wird es halt schwer. Definitiv. Ein nicht sehr positives Schlusswort, aber vielleicht ein da ist noch Luft nach oben Schlusswort auf jeden Fall.